Hochbetrieb im Lager von Regio Lutzer. Für den Lieferdienst steht die letzte Bestellung des Tages an. Rund 80% der Ware hier stammt von Höfen aus dem Münchner Umland. Das Start-up-Unternehmen aus Gilching hat sich auf nachhaltige Produkte spezialisiert. Gründerin Ellen Gulde kontrolliert das Gemüse. Nur frische Lebensmittel verlassen das Lager. Wir sind kein Online-Supermarkt in dem Sinne, dass wir die Supermarktware so schnell wie möglich zusammenstellen, eine Kiste innerhalb von 10 Minuten einliefern können. Das wollen wir auch gar nicht. Christophe Thibault, einer der 5 Mitarbeiter, geht die Bestellung nochmal durch. Bio-Clementinen, Bio-Gürke, Bio-Stein-Champignons, Schokolade, Kohlrabi, Zitrone, Paprika, Petersilie glatt. Perfekt. Bei der Auswahl der Produkte sind Qualität und Produktionsbedingungen entscheidend. Gerade wenn ich online eingekauft habe, dann war ich halt nicht auf dem Markt oder ich habe ja das Produkt nicht in der Hand gehabt, dann ist mir das Optische, das Ansprechende schon wichtig, weil das sagt man sogar auf Deutsch, das Auge isst mit. Auf die Präsentation der Marke legt das Start-up viel Wert, genauso wie auf nachhaltige Verpackung. Über ein Jahr hat Regio Lutzer das Konzept ausgebaut und verbessert, bis es dann im Dezember 2021 an den Start ging. Jetzt mit meinem Projekt bin ich schon ein großes Risiko eingegangen, weil ich bin jetzt nicht mehr angestellt und so. Aber ich entscheide selber und ich schätze ja selber ein, wie ich das richtig finde. Pro Tag liefert Regio Lutzer bis zu 20 Bestellungen aus, Tendenz steigend. Knapp 60 Euro hat Daniela Pizza dieser Einkauf gekostet. 5 Euro Lieferkosten kommen obendrauf. Also mir ist extrem wichtig, dass ich die ganzen kleinen Produzenten unterstützen kann. Und ich habe einfach lieber ein Brot vom Biobäcker, wo ich einfach wirklich weiß, der macht es noch mit Liebe in Handarbeit. Ellen Gulde gibt ihrem Start-up ein Jahr lang Zeit, um profitabel zu werden. Bis dahin muss sich das Konzept im Münchner Umland bewährt haben.